Hallo ihr Lieben, willkommen in einem neuen Video. Und es geht heute um Weide. Ja, man sieht also, es ist jetzt Winter. Man sieht, hier ist noch der Schnee. Ja, hoffentlich kommt nicht so viel nach. Und ich habe so wunderschöne Korkenzieherweide. Die ist, ja, die ist fast so groß wie ich, fast so lang. Und da kam mir eigentlich bei der Weide, kam mir die Idee zum nächsten Video. Und da nehmen wir jetzt gleich mal so einen richtigen Schwung mit rein. Weil lange Weide und lange Blumen, lange Tulpen passen natürlich super zusammen. Und da wollte ich euch mal einiges zeigen, wie man das binden kann. Und heute gibt es mal einen langen Strauß zur Abwechslung. Also, kommt mit rein in den Laden. Gleich geht's zum Video. Also ich habe die ganzen Zweige jetzt auch mal ein bisschen klein geschnitten. Die sind jetzt viel kürzer als die draußen, weil die draußen, die waren ja fast doppelt so lang. Aber diese schönen langen Zweige, die passen natürlich auch zu schönen langen Tulpen. Ja, diese ganz langen französischen Tulpen. Und ich wollte dieses Video bewusst mal machen, ja, lang zu lang. Weil normalerweise haben Tulpen, hier sieht man jetzt sehr schön den Vergleich, haben die diese Länge. Ja, das sind ja auch schon schöne Tulpen, die wachsen auch ein bisschen, aber die wachsen natürlich nie so lang wie eine französische Tulpe. Und das ist wie so eine, ja, es ist ein bisschen wie so eine Königin unter den Tulpen, weil ich habe hier auch mal, einfach um mal so diesen Vergleich zu sehen, ja, das ist jetzt der Kopf einer französischen Tulpe. Die ist natürlich auch besonders schön, ja, weil die diese roten Streifen noch drin hat. Und nur mal der Vergleich von dem Kopf von einer französischen Tulpe und einer anderen Tulpe. Naja, ist jetzt nicht ganz fair, die sind noch sehr, sehr, sehr knospig, aber jetzt nehmen wir mal hier der Vergleich Teil 2, die französische Tulpe, und das ist jetzt die Tulpe Strong Gold, das ist eine sehr schöne Sorte, die hält ganz toll, ich mache mal unten ein bisschen Blätter ab, und die ist jetzt schon ein paar Tage alt, ja, ist auch größer, ist hier die gleiche Sorte, ist das hier in knospig, ja, also man sieht, wie sich Tulpen entwickeln. Und hier sieht man jetzt also auch mal den Kopfvergleich zwischen denen. Da sieht man, die normalen Tulpen, die erreichen sowas nicht. Ja, also es ist schon eine sehr, sehr schöne Kostbarkeit. Aber ich habe extra diese ein bisschen offeneren Strong Gold Tulpen auch mal hier hergestellt, um euch einfach mal so das zu zeigen. Ja, weil wenn man die jetzt nur alleine sieht, dann sieht man eigentlich auch nie, was die für eine wunderschöne Größe haben. Ja, und das kann man immer nur im Vergleich sehen. Und mein Gedanke ist heute, so gebe ich der wieder Wasser, weil irgendeine liebe Kundin wird sich bestimmt freuen, auch über so einen schönen Blütenkopf und diese Köpfchen. Die stellen wir immer hier vorne ins Wasser und dann gibt es immer so ein kleines Geschenk dazu. Da freuen sich die Leute total. Ja, mein Gedanke ist heute, ein Tulpenstrauß mit langen französischen Tulpen, Weide und lange Zweige, lange Tulpen brauchen auch langes Grün. Das hier ist hier ein sehr, sehr schönes langes Grün. Der ist auch nicht immer so lang. Das ist ein Ruskus und da mache ich jetzt bewusst unten erstmal die Blätter ab, weil ich möchte im Wasser keine Blätter haben. Ja? Und deswegen mache ich die ab. Und wenn ich irgendwie für den Kunden nochmal so Mini-Blütchen mitgebe, dann kann man das immer schön gebrauchen. Das heißt, die werden also nicht weggeschmissen, sondern die werden auch noch zur Seite gestellt. Und ich habe das gerade mit so einer Nebenbemerkung gesagt, dass der heute so schön lang ist, weil es ist tatsächlich so, dass es viele ja, Blätter oder Grün oder viele Sachen gibt, die sind nicht immer gleich groß. Ja, der Ruskus ist manchmal, ist der wirklich nur so kurz. Ja, manchmal ist er jetzt also so lang. Das heißt also, selbst wenn ich mit dem Vorsatz in den Großmarkt gehe, langen Ruskus zu kaufen, dann bekomme ich nicht immer langen Ruskus. Ja, es ist Natur, wächst immer anders und ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, dass es nicht immer alles gibt, auch in allen Größen, allen Längen. Und insbesondere seit Corona gibt es auch gewisse Lieferprobleme und dann müssen wir einfach eine Alternative dazu finden. Was auch noch ein ganz interessantes Thema ist, einfach so zur Aktualität, viele Blumen sind in den Preisen auch gestiegen. Warum sind die gestiegen? Weil die ganzen Energiekosten gestiegen sind
Und auch die Gärtner haben natürlich Energiekosten, um die Gewächshäuser zu heizen. Weil mein Spruch ist immer, dass ich zu den Kunden sage, gucken Sie mal aus dem Fenster, da draußen wachsen keine Tulpen. Natürlich werden diese Blumen auch gezogen in warmen Gewächshäusern und auch die müssen geheizt werden und auch die Gärtner müssen leben und dann sind eben die Blumen auch ein bisschen teurer. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass auch diese Preise dann dafür bezahlt werden müssen. Ja, okay, das war jetzt so ein kleines Vorgeplänkel, aber ich denke, das sind auch so aktuelle Themen und Hintergründe, die man nicht immer mitbekommt und die ich auch ganz gern erzähle und die mich auch sehr interessieren. Und ich möchte auch, oder mir ist es auch wichtig, dass auch Gärtner leben können, dass eben jeder leben kann. Und das sind auch diese Hintergründe, warum eben dann auch gewisse Preise zustande kommen. Aber ich zeige ja auch viele Videos, in denen man mit wenigen Blüten viel Wirkung machen kann. Und deswegen nutze ich auch viele Naturmaterialien, um einfach die schönen Blüten zu fächern oder eben auch noch wirkungsvoller zu gestalten. Es gibt auch zahlreiche Tulpenvideos, die ich da schon gemacht habe, auch in den Vorjahren. Ja, es lohnt sich auch, die älteren Videos mal anzugucken. Da hatte ich schon viele interessante Ideen. Und ich habe mir auch selber tatsächlich, das kann ich euch nochmal einblenden, ich habe mir gestern mal mein erstes Video angeguckt von vor 3 Jahren. Und das war ein Video mit Tulpendeko. Das blende ich euch nochmal ein. Das ist, ja, das ist schon interessant. Es ist viel Zeit seitdem vergangen. Aber auch damals habe ich schon angestrebt, mit wenigen Mitteln viel Wirkung zu machen. So, nebenbei teile ich gerade mal die Weide, weil ich kann den Ast, wenn der so wie der verzweigt ist, kann ich den natürlich nicht in meinen Strauß binden. Aber wenn die Weide geteilt ist und die lässt sich auch gut schneiden, die ist schön knackig. Und für diese Stücke, das kann man alles mit so einer guten Gartenschere schneiden. Gibt es auch bei Floristik 24. Die kann ich total empfehlen, weil da springt nicht die Feder raus. Sehr, sehr wichtig. Ja, und dann haben wir unsere Tulpen, französische Tulpen, insbesondere mit diesen langen Köpfen. Die neigen auch dazu, dass die sehr weich sind und dass die sich dann in so einem Bogen neigen. Wir haben fürs Video ein bisschen präpariert und wie ihr hier seht, wir haben die schon gedrahtet. Ja, und manche Blumen halten besser, wenn man sie drahtet. Dazu gehört natürlich auch Germini und Gerbera, die gern gedrahtet werden, um die Köpfe auszurichten. Dazu gehören auch die französischen Tulpen. Und um die zu drahten, haben wir einen ja, Steckdraht genommen, einen grün lackierten Draht. Und nehmen den Draht. Jetzt muss ich mal eine nehmen, die noch nicht vorbereitet ist. Also ich möchte ja im Video auch, dass es relativ zügig geht. Ich nehme den Draht und steche mit dem Draht in den Tulpenkopf rein und wickle dann den Draht zart und vorsichtig um den Blütenstiel. Ja, einfach so rumwickeln, also dass der so drumrum geht. Ja, und so, und wenn ich das dann hier jetzt fertig gedrahtet habe, so, dann kann ich auch im Blumenstrauß bei Bedarf den Blütenkopf vielleicht auch mal ein bisschen neigen. Zart würde ich ihn neigen. Ich würde es nicht zu massiv machen, weil ich glaube, irgendwann macht es klack und die Blume ist einfach ab. So, und bei rundgebundenen Sträußen achte ich mehr darauf, dass ich in der Spirale binde. Jetzt bei so einem langgebundenen Strauß kann ich auch die Stiele parallel anlegen. Das heißt, ich nehme die Stiele und lege sie einfach so. Also die Spirale ist fast bei uns wieder ja, fast ein Automatismus. Ich drehe den Strauß natürlich. Also ich nehm mit der rechten Hand, entlaste ich die linke. So, Blätter natürlich ein paar rausmachen. Und drehe den und greife mit der linken Hand wieder zu. Ja, das ist dann dieses Umgreifen, das wir Floristen automatisch machen. So, mache auch hier nochmal ein paar Blätter weg, dass die Blätter nicht in der Bindestelle sind. Und lege im Wechsel Zweige und Tulpen an. Ja, ihr seht auch dieses Umgreifen, ich mache das immer schon völlig automatisch. Das geht natürlich immer ruckzuck.
ich habe für das Video bewusst ein paar Tulpen rausgesucht, die auch schon ein bisschen weiter offen sind. Weil wenn ich euch jetzt einen Strauß binde mit ganz knospigen französischen Tulpen, dann sieht das nicht so toll aus, wie wenn die jetzt einfach schon aufgeblüht sind. Es gibt auch andere französische Tulpen, also diese weiße, die ist zum Beispiel sehr fest. Ja, man sieht, die ist ohne Draht, die ist also schon, die steht sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann auch hergehen und kann diese weiße Tulpe einfach nochmal in die Mitte machen, ja, weil die so schön, so eine schöne Festigkeit hat. Ja, und dann habe ich im Grunde genommen mit den Zweigen und mit den Tulpen doch relativ schnell einen schönen Strauß gebunden. So, und mein Grün, mein Ruskus, den lege ich jetzt eigentlich nur noch als Akzent außen rum. Und also was man unheimlich gut sehen kann, ist, die Tulpen, die sind ja schon sehr schön, ja? Die finde ich auch sehr, sehr, sehr stattlich. Aber was ein unheimlicher Unterschied ist, ist schon jetzt, wenn ich hier den Strauß ohne den Ruskus nehme, oder auch was der Ruskus, was das Grün ausmacht, das ist gleich so eine Wirkung, dass man auch sagt, wow, ja, das ist nochmal so ein Hingucker, sorry, einmal zu wenig zugegriffen und schon fällt auch bei mir ein Zweig auf den Boden. Soll so nicht sein. Bei dem Ruskus lassen sich die Seitenzweige besser abtrennen, wenn man das macht vor dem Binden vom Strauß. Während dem Binden ist das ein bisschen mühsam. Ich würde empfehlen, das vorher zu tun, weil oft gehen die bei denen geht es jetzt, nicht bei allen, aber oft gehen die relativ schlecht ab. Aber auch hier lege ich doch wieder den Ruskus als Automatismus wirklich in der Spirale an. So, und jetzt würde ich diesen Strauß tatsächlich mit den Tulpen und diesem Ruskus, ich würde ihn auch so belassen, ja, und würde jetzt nichts mehr machen. Man könnte jetzt auf dieser Seite nochmal einen Zweig anlegen. Ja, einen nehme ich noch, der so nach außen schwingt. Und dann ist aber auch gut, weil ich finde, der Strauß wirkt so toll mit diesen langen Zweigen und ist so schick. Und der braucht auch ein bisschen Platz. Ja, der lässt sich jetzt nicht so einfach auf den Esstisch stellen, sondern der hätte gern einen stattlichen Platz. Und den würde ich ihm dann auch geben. Und auch die Zweige hier kann man alles ganz lässig mit der Gartenschere anschneiden. So. Und sich dann auf Vasensuche begeben. Aber das ist jetzt der lange Tulpenstrauß. Dann nehme ich den Bindebast und binde den Strauß ab. Vom Binden her, ich gehe wieder um den Strauß am besten zweimal drumherum. Dann habe ich den Bast, so, dann habe ich schon eine gewisse Festigkeit, weil ich habe den Strauß ja hier schon, so, Moment, erstmal den Müll weg. Ich habe ja schon zweimal drumherum gebunden. Nehme den Bast und schlinge nicht nur einmal, sondern nochmal drumherum. Hintergrund ist, wenn ich den Bast jetzt anziehe, dann bleibt er eigentlich ganz gut und kommt nicht so schnell zurück, ja, oder lockert sich nicht so schnell. Ja, das ist das Wichtige daran. Und dann habe ich diesen Strauß schon ruckzuck festgebunden. Festbinden ist immer wichtig. Falls der Strauß in einer Glasvase steht, kann man auch nochmal optional zum Beispiel einen gelben Bast nehmen oder den grünen. Dann ist natürlich die Bindestelle schöner abgebunden. Wie immer beim Thema Straußbinden, die Bindestelle muss fest sein und der Strauß muss so fest sein, dass wenn ich den jetzt an einem Stiel nehme, dass der nicht mehr auseinanderfällt. Und das tut er auch nicht. Ja, und drehen ist ein bisschen schwierig, da drehe ich mir die Zweige ins Gesicht. Aber das ist jetzt also dieser stattliche Tulpenstrauß mit diesen langen, tollen Tulpen, den ich natürlich in dieser Größe mit den normalen Tulpen nie machen kann. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat.
freue mich auf Feedback, freue mich auf Anregungen. Manchmal habt ihr auch super Ideen, die erzähle ich auch total gerne im nächsten Video. Da kommen dann so Anregungen, dass ich sage, stimmt, also viele Köpfe, mehr Ideen, gerne mit allen her. Und ich sage einfach danke, ganz liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss!